birthday, Cloudy. Happy birthday, Cloudy. Happy birthday, dear Claudia ちゃん. Happy birthday to you. Yay! ありがとう。ミク一緒に。Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute Geburtstag. Und da wir heute einiges vorhaben, möchte ich euch ein bisschen zu einem kleinen Vlog mitnehmen. Ich möchte heute unterwegs ein bisschen filmen und euch zeigen, wie ich denn meinen heutigen Geburtstag so verbringe. Mein Mann muss heute leider arbeiten. Ich habe mir heute extra frei genommen, denn am Geburtstag muss man ja nicht unbedingt arbeiten. Und deshalb waren wir gestern schon unterwegs, denn gestern war ein Feiertag. Wir waren gestern im Aquapark in Shinagawa. Aber dazu wird es ein eigenes Video geben. Und ja, wir haben gestern schon ein klein wenig vorgefeiert und heute treffe ich mich mit ein paar Freundinnen, die auch hier in Tokio wohnen und wir machen uns einen schönen Vormittag und Nachmittag und am Abend treffe ich mich dann auch mit meinem Mann und wir gehen Abendessen. Dazu möchte ich euch heute mitnehmen und ein bisschen zeigen, wie das alles so heute wird. Wir sind auch noch ein bisschen ungeplant, was wir heute in Shinjuku neben dem Essen, was wir reserviert haben, noch machen werden. Es wird also alles ein wenig spontan werden. Und ja, ich hoffe, das Video wird euch gefallen und auf geht's! Hallo, guten Morgen! Meine erste Bekleidung habe ich schon mal eingesammelt. Wir treffen jetzt danach die Sana noch in Shinjuku und dann die dritte Person kommt dann später noch zum Essen dazu. Das heißt, wir werden heute zu viert sein und ja, ich hoffe, wir werden jede Menge Spaß haben. Oh ja, ich freue mich auch total drauf. Wow. Das Observatorium bzw. beide zu haben. ja, doofes Gebäude. Gehen wir jetzt einfach in den Park noch ein bisschen spazieren, bevor es Essen geht und wir hoffen, dass wir da zumindest alles kriegen, was wir wollen. Station, denn da gibt es Essen. Wir gehen heute ins Bittersweet Buffet. Da habe ich eine Reservierung gemacht. Ich war schon einmal da und freue mich wieder hinzugehen und ja, ich hoffe, dass es meinen Begleiterinnen auch gefallen wird. Also auf geht's. Ich war gerade so Hunger, Delirium. Essen! Essen! Yay! Here we are, das ist es. Ja.
皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。せーの、ハッピーバースデーとユー。おめでとうございます。おめでとう。Wir sind jetzt ganz schön vollgefressen. Meine Kamera geht nicht nach unten, ihr könnt meinen Bauch nicht sehen. Und ja, wir unternehmen so ein bisschen was in Shinjuku. Allerdings müssen wir eine verabschieden. Sag Tschüssi. Bye bye. Sie muss sich um ihre Kinder kümmern, deshalb geht es jetzt nach Hause. Und wir unternehmen jetzt noch ein bisschen was. Mal gucken, was es wird, bevor ich dann nach Machida weiterfahre, um meinen Mann zu treffen. Wir machen uns jetzt zu zweit noch einen schönen Tag. Wir sind gerade in der Karaoke-Bar. Mit Katzen. Die Kamera fängt sich ein. Ja, wir haben uns jetzt für 2 Stunden eine Karaoke-Bar-Raum gemietet. Und ja, jetzt wird ein bisschen gesungen. Und es wird nicht nur getrunken, es gibt sogar eine Eistasse oder das heißt so viel Softdrink, wie man essen möchte. Wie sich das gehört. Ja, und ich will trotzdem noch zum Abendessen. Essen. Also, jetzt wird gesungen. Yay! Englisch. Die Ponglish-Version.
Auf geht's. Wow. Oh yeah. Please, can we sing if it's all you? Whisper into the night, telling me it's time and time and don't give up. Eventuell auch an meiner Stimme. Sie ist jetzt ein klein wenig angehaucht und ich hoffe, ja, ich sag jetzt Tschüss zu der lieben Sana. Bye bye, wir gehen jetzt noch zusammen zum Bahnhof und dann fahre ich nach Machida und treffe meinen Mann, denn ich hoffe mal, der hat dann langsam Feierabend. Kanpai! うまいね。Thank you.
ごい。クラウディア、すごいね。Ja, ihr Lieben, das war mein Geburtstag dieses Jahr. Ich hatte einen wunderschönen Tag, beziehungsweise es waren ja sogar zwei Tage, die wir unterwegs waren bezüglich meines Geburtstages. Yay! Und ich gehe diese Woche nochmal aus. Aber das gönne ich mir auch zum Geburtstag, aber es wird auch ein neues Video werden. Aber das ist jetzt nichts Geburtstagliches, aber ihr werdet sehen. Wir sind an dem Tag natürlich ziemlich spät nach Hause gekommen, weshalb ich jetzt das Ende des Videos auch am nächsten Tag erst aufnehme. Denn ja, wir waren, glaube ich, um 10 rum waren wir zu Hause, da hieß es nur noch ab unter die Dusche und ab ins Bett, weil ich auch ziemlich knülle war. Ihr habt im Video natürlich gesehen, was mir meine Freunde zum Geburtstag geschenkt haben. Ich möchte euch noch zeigen, was mir mein Mann geschenkt hat, weil da werden bestimmt 1, 2, 3 Leute fragen. Und wir haben es dieses Jahr so gemacht, da ich eigentlich keinen besonderen Wunsch hatte, dass wir einfach zusammen in den Relacuma Store gefahren sind und ich mir ein paar Sachen dort aussuchen konnte. Und ja, es ist natürlich alles Relacuma. Unter anderem, den hatten wir schon vorher geholt. Das ist von der Netflix-Exhibition, der kleine Relacuma-Plüschi, den ich unbedingt haben wollte, der mir ein bisschen zu teuer war. Da hat mir mein Mann gleich angeboten, den zum Geburtstag zu schenken. Und noch 2 Plüschis. Einmal das Anniversary-Plüschi mit dieser süßen Tasche. Und das kleine Halloween-Plüschi im Katzenkostüm mit dem kleinen Schwanz hinten dran. Die sind wirklich super süß. Die hätte ich mir auch so gekauft und so hat sie mir halt mein Mann geschenkt. Dann habe ich noch ein T-Shirt gefunden. Tada! Natürlich auch Relacuma. Das war im Store gerade runtergesetzt, weshalb ich es gerne mitgenommen habe. Und ja, das Jahr neigt sich ja dem Ende. Das heißt, die neuen Kalender sind auch schon da. Wir haben uns also gleich schon mal den Tischkalender geholt für nächstes Jahr. Tadam. Und auch meinen kleinen großen Taschenkalender, den ich dieses Jahr natürlich schon benutzt habe und nun auch schon fürs nächste Jahr da habe. Das sind also noch die Sachen von meinem Mann. Wer drauf geachtet hat, es ist eigentlich so gut wie alles Relacuma. Das heißt, unsere Wohnung füllt sich natürlich weiter. Ich bin gespannt, wo das noch hinführen wird. Ich habe mir selbst noch ein paar Klamotten gekauft zum Geburtstag. Und ja, mein großes Geschenk an mich selbst steht am Freitag an. Aber das wird auch ein eigenes Video werden, denn ich gehe zum ersten Mal in Japan zum Friseur und lasse mir ein bisschen Farbe reinmachen. Das habe ich ewig nicht mehr machen lassen und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es sein wird. Ich glaube, dieses Video ist viel, viel zu lang geworden und das tut mir leid, aber ich wollte auch nicht allzu viel rausschneiden, denn ich wollte euch ein bisschen mitnehmen, was wir heute am Tag gemacht haben und ich hoffe, es war für euch auch interessant. Deshalb, ich höre jetzt erstmal auf zu quasseln. Ich hoffe, das Video hat euch trotz der Länge gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein paar Däumchen hoch da und schreibt mir gerne auch ein paar Kommentare und wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, dann würde ich mich auch über ein Abo freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald! Thank you.